immer noch nicht da. Dafür sehe ich 580 Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt, ich lasse die Basis jetzt mal Basis sein. Oh, warte mal, die Robopods brauchen nicht mehr. Haha. Okay, ladet euch kurz auf und danach nehme ich das Ding hier mit. Oder stopp, brauche ich noch irgendwas hier roboartig abgedingstes? Nö, die Bäume sollten noch weg. Piu, piu, piu. Sehr schön. Ja, okay, du kommst mit. Die Roboter werden freigelassen. 40 Stück. Ich könnte jetzt davon wieder 10 umbauen, ja. Du raus. Oh, es sind ein paar mehr als 40 gewesen. Haben sich ein paar Jungs drin versteckt in dem Roboter. Nein! So. So. Noch mehr da. Okay. So, also Eisen müsste jetzt reinkommen. Das heißt, das Problem wird ab jetzt nicht mehr sein, dass nicht genug Eisenerz... Wow, okay. Das ist nicht gut. Mal gleich. Das Problem wird jetzt nicht sein, dass nicht genug Eisenerz reinkommt. Das Problem wird jetzt sein, dass es nicht schnell genug... Nicht wirklich nur leise laufen, sondern ich weiß, wo der Zug ist. Dass wir nicht schnell genug das Erz eingeschmolzen bekommen, richtig? Und wie schon jemand erwähnte, hätte ich vielleicht nicht hier einstellen sollen, dass 4000 eingelagert werden sollen. Ja, mal gucken. So, es hapert also jetzt wirklich nur in den Schmelzöfen. Das ist kein Problem. Wir machen dann einfach Shift rechts. Shift links, 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 Shift links. Ja. Okay. Das heißt, das hier ist jetzt alles für Eisen zuständig. Und nicht mehr für Kupfer. Die Ärmchen sind problematisch, weil sie gerade noch Kupfer drin haben, aber das ist nicht so das Problem. Das heißt, wir machen so, so. Warum ist da ein Wasserfeld? Egal. Oh, da ist gar kein Kistending. Na gut, lassen wir erstmal. Und warum wird kein Eisenerz dahin geflogen? Weil das Eisenerz jetzt erst ankommt? Weil das Eisenerz jetzt erst ankommt. Und das sieht geil aus mit den schnellen Robotern. Das heißt, die bringen jetzt hier auch überall 4000 hin, was ne, Overkill ist, aber naja. Und Speedmodule. Hoff mal, dass sich da noch ein paar angesammelt haben. 6 sind jetzt nicht so wirklich viel. Aber die 2er könnten ja auch schon reichen. Davon haben wir 50 Stück, das ist gut. Das heißt, Speedmodule. Wow, Gott. Sehr cool. Speed. Ich kann nichts sehen vor lauter Robotern. Die müssten jetzt ausgelastet sein, oder? Jo. Roboport. So. Und den blauen auch noch irgendwo hier hin. So. Damit sie schneller aufladen können. Ja, das mit den 4000 hätte ich vielleicht lassen sollen. Weil dadurch jetzt die nächsten 10, 15 Minuten oder so die Roboter durchgehen und beschäftigt sind, das Eisenerz hinzuliefern. Aber dafür haben wir sichergestellt, dass später ein guter Puffer da ist. Das heißt, wenn irgendwann mal die Züge nicht mehr ganz so viel Eisen anbringen, dann dauert es eine Weile, bis die Schmelzen leer laufen. Also es ist jetzt ein bisschen unpraktisch, aber später sollte es von Vorteil sein, dass halt mehr da ist. So, du bist entladen. Das heißt, wir können dich mal hier reduzieren auf... Ja, machen wir 90. Ich hoffe, der Befehl kam noch an. Aber wir haben es gerade geschafft, innerhalb von 90, 100 Sekunden das Ding komplett zu entladen. Und je besser wir das jetzt feintunen, also die Wartezeit, die die Bahn halt hier ist, desto mehr Material bekommen wir hin und her geliefert. So, Eisenplatten. Ich sehe Eisenplatten. Ganz unterste Reihe, drittunterste Reihe, viertunterste Reihe. Es arbeitet sich nach oben. 220 Platten. Was komisch ist, weil eigentlich dürfte es erst hier in diesem Logistik System Storage unten rechts auftauchen, wenn
Eisenplatten im System sind, die nicht gerade gebraucht werden. Und wir brauchen Unmengen an Eisenplatten. Und wir haben sehr, sehr viele Kisten, die erstmal gefüllt werden müssten. Das heißt, entweder bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob meine Annahme, dass das, was ich gerade gesagt habe, so ist, wie es ist. Oder wir haben das schon erfüllt. Dass die Kisten, die gerne Eisen halten, jetzt schon Roboter haben, die zu ihnen hinfliegen. Das wäre super. Okay, also Eisen scheint, ne, zumindest kurzfristig sich gefangen zu haben. Was noch? Das Charakter-Logistik-Slot-Ding geht nicht weiter. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich keine Alien-Artefakte habe, hm? Weil die Forschung braucht Alien-Artefakte. Richtig. Das heißt, ich wollte vor ein, zwei Folgen etwas bauen, nämlich das da. Was wird zerstört? Achso, nur kleinen Kram-Türzeug. Wir brauchen Westen. Naja, vertrau dem Türm, ist okay. Also, die Dinger wollte ich bauen, die wollte ich hier reinpacken. Wir hätten 4 Slots, theoretisch. Also bau ruhig nochmal einen 4. davon. Da kommen die Alien-Effekte da rein. Das macht dann halt nur wie viel Prozent mehr? Was ist das Ding? Haben wir noch keins fertig gebaut? Krass. Okay, das macht dann zwar nur 16% aus, was doch gar nicht mal so schlecht ist, fällt mir gerade auf. Und wir könnten daraus noch eine schnellere Fabrik machen. Weil die haben ja 5 Slots. Also wären das dann 20% mehr. Also für jede 10, die wir reintun, kriegen wir 20 Tränke besser raus. Weil jedes Ding, das wir reintun, bringt ja 10 Science Packs, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, ist eine gute Quote. Doch, okay, hab nichts gesagt. Das heißt, das machen wir, sobald das durch ist. Skynet habe ich ausgelassen, das ist okay. Oh, falsch abgewogen. Du bist wieder voll, oder? Ja. Hatte ich euch nicht umgestellt auf irgendwas anderes? Mal aber nur Wasser. So. Wasser, Wasser. Warum wirst du nicht abgepumpt? Ah, jetzt kommst du. Okay. Da auch. Und trotzdem, also wir hatten keinerlei Einbußen in irgendwelcher Form. Das ist schon sehr skurril. So, du hast kein Wasserding. Ja. Kann ich jetzt leider auch nicht setzen. Also ich weiß, wir haben einen so ein Dingensbummens. Einen so einen haben wir in der Kiste liegen. Aber ich bräuchte so einen in Inventar. Ist okay da unten? Ist okay. Ich bräuchte so einen im Inventar, um den Blueprint dafür zu setzen. Das ist ein bisschen doof. Sand. Komm mal mit. Kriegst du hier kurz mit was anderes? Ich brauche den Sand. Ah. Also das läuft schon mal wieder. Wow, was ist gerade der Stromverbrauch? Was ist blau? Blau sind die Schmelzöfen, okay. Boah, alter Schwede. Ah, das ist zu cool. Warum werden die oberen nicht entladen? Oh, weil sie zu weit oben stehen. Das ist doof. Ich glaube, ich habe gerade eine ganze Horde Roboter eingesammelt. Da. Ich habe die falsch gesetzt. So, das heißt, der Zug kann eigentlich noch kürzer hier bleiben. Home, gehen wir auf 55. Ja, okay. Runter. Gut, 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 gut. Roboter raus. Roboter raus. Und lade euch erstmal schön auf. Das ist okay. Habt ihr euch verdient. So, was wollte ich noch alles machen? Ich wollte Sand abliefern. Ich wollte Stein abliefern. Wollte das Ganze erst aus meinem Inventar schmeißen. Ich wollte mich um das Kupferfeld kümmern, weil wir kriegen gerade kein Kupfer. Was man daran merkt, dass er von 52.000 auf 46.000 runter ist. Normales schön Schritt für Schritt. Du da. Hier. Warum sind da blaue Chips? Gib mir die blauen Chips. Mach da 5 Stücken Holz rein, so. So. Sollte das okay sein? Es kommt. Achso, das ist das.
Ja, hier. Das ist okay. Dürftest du kein Problem führen. Wenn jetzt das Eisenerz darauf gelegt wird, dann wird es halt kurz auch reingelegt. Es wird dann nicht reingelegt werden können, wenn gerade Kupfer gemacht wird. Aber sobald es frei wird, ne, ist alles okay, ist alles okay. Trotzdem jetzt gucken, was da oben beim Kupfer los ist. Es ist einfach nur, dass das Feld wahrscheinlich leer ist. Richtig? Richtig. Das heißt, wir machen diese komische, krüppelige, gedrehte Konstruktion hier mal weg. Ja, einfach. Einfach weg. Dann bauen wir das Ganze ordentlich wieder auf. Noch mehr Kurven ging wirklich nicht, ja? So. Also, du läufst bitte von da bis da. Dann kommt jetzt ein Splitter. Ja, dahin. Dann kommt von hier aus einer von nach hier. Fast keine schnellen mehr, das ist nicht gut. Dann kommen hier einmal größer. Der Fünfer, ja. Fünfer kommt hier und der kann das gesamte Ding hier abarbeiten und der ist irre schnell. Braucht nicht mal Speedmodule. Okay, da bekommst du halt die da. So, das ist das eine. Eigentlich könnte hier noch ein kleiner hin. Das mache ich auch mal. Mach mal noch einen kleinen noch dahin, damit die andere Seite von dem Fließband hier auch befördert wird. Du brauchst definitiv Speedmodule. So. Also kommt hier schon mal was an. Und eigentlich bräuchte ich jetzt nichts mehr. Das ist krass. Achso, und hier sind eh nur langsame Fließbänder. Ja, gut. Aber, also ich bräuchte eigentlich jetzt keine weiteren Drills mehr hier. Aber damit das Ganze jetzt nicht nochmal vorkommt, dass ich in einer halben Stunde was wieder antanzen muss, mache ich einfach jetzt folgendermaßen. Ich setze das hier hoch. Mach da den Knick. Und breite das hier schon mal so vor, dass es auch genutzt werden kann. Das heißt, du machst... Na, Mist. So. Speedmodule. Das heißt, hier kommt noch ein bisschen was dazu. Das wird sich dann stauen, genauso wie sich hier stauen, überall staut. Aber stauen ist okay, solange hier unten alles voll ist. Und die Jungs hier arbeiten können, ohne dass zu viele Roboter da beim Werkeln sind. Was jetzt natürlich nicht das ist, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte ja, ne, alles mit Robotern machen. Aber dafür sind die Roboter einfach noch nicht gut genug. Oder genug, oder genug roboportig genug. Und, ne, fehlt halt was. Und ich könnte das den ganzen Tag angucken, glaube ich. Ein Ballett aus Robotern. Nein, was wollte ich jetzt? Ich wollte... Genau, ich wollte lila Tränke herstellen. Da. Du bekommst die raus, die rein. Und alle Alien-Artefakte, richtig? Also es gibt bestimmt irgendwelche anderen tollen Sachen, die ich auch gerade noch mit Alien-Artefakten bauen könnte, aber ich wüsste nicht was. Ich müsste ja jetzt schon in der Lage sein, alles an Basis zu stören, wenn ich nur genug Zeit investiere und die grünen Dinger da herstelle. Was ich übrigens mal umstellen sollte. Du mach bitte grünes Grisselzeug. Du machst bitte grünes anderes Grisselzeug. Und du machst... Du bist immer noch dabei. Ja, egal. Du machst bitte grünes anderes Grisselzeug. Und... Dann warten wir, bis hier das grüne andere Grüsselzeug angekommen ist und machen daraus Munition. Wir haben ziemlich viel von der blauen Munition. Was wäre das denn? Das wäre 18 mal 10. Ist also nicht mal halb so stark. Ich weiß nicht. Und brauche auch Zink und nee. Nee. Wie viel haben wir denn allgemein von dem grünen Kram? Den ganzen Stack da. Ein Stack hier. Eine Menge hier.